Kirchentagsbesucher, lieben Kirchentagsbesucherinnen, herzlich willkommen zu unserer Handy-Sammel-Challenge der Handy-Aktion Bayern. Und herzlich willkommen, Herr Bedford-Strum. Es ist eine Ehre, dass wir Sie für unsere Handy-Sammel-Challenge gewinnen konnten. Mein Name ist Denise Kander und ich bin von Mission Eine Welt. Mission Eine Welt ist das Zentrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Bayern. Die Handyaktion Bayern wurde 2017 von den Mitarbeiterinnen Gisela Volz und Herrn Dr. Jürgen Bergmann von Mission Eine Welt und im Eine Welt-Netzwerk Bayern initiiert. Was ist die Handyaktion eigentlich? Für all die unter Ihnen, die das noch nicht wissen, die Handyaktion Bayern ruft zum Sammeln von alten, ungenutzten und kaputten Handys auf, damit diese dann über den Second-Hand-Markt weiter genutzt oder auch fachgerecht recycelt werden können. Denn jedes einzelne Handy ist eine kleine Schatzkiste. Ja, nun eine Frage an Sie, liebes Publikum, und auch an Sie, Herr Bedford-Strum. Wissen Sie eigentlich, wie viele verschiedene Metalle in einem Handy verarbeitet sind? Wir fangen am besten mit dem Publikum an. Raten Sie einfach. Ich frage diesen freundlichen Herrn. 8. Ah, okay. 10. 10. Okay, Herr Bedford-Strum, was schieben Sie? Okay, Herr Bedford-Strum, was schieben Sie? 9. Oh, Sie liegen ziemlich falsch. Es sind nämlich 30 Metalle in jedem einzelnen Handy verbaut. Die Handyaktion Bayern sorgt dafür, dass in Zusammenarbeit mit der Telekom wertvolle Metalle aus unseren Handys fachgerecht recycelt werden. Und derzeit können 5 Metalle recycelt werden. Das sind Kupfer, Gold, Silber, Platin und Palladium. Und für jedes abgegebene Handy fließen 50 Cent in Bildungsprojekte in Liberia, Bayern und El Salvador. Seit 2017 wurden allein in Bayern schon über 60.000 Mobiltelefone gesammelt. Uns geht es aber... Ja, es ist ein Applaus wert, auf jeden Fall. Ja, uns geht es aber nicht nur ums Sammeln von Handys, sondern auch um das Schaffen von Bewusstsein für die ökologischen und die sozialen Probleme, die entlang der Produktionskette von Handys entstehen. Und das Suchen nach gemeinsamen Handlungsalternativen, die natürlich dann fair und nachhaltig sind. In den letzten 10 Jahren wurden in Deutschland knapp 220 Millionen Smartphones verkauft. Diese enthalten 6,58 Tonnen Gold. Nun eine Frage an Sie erneut, Publikum. Was vermuten Sie denn, wie viel Gestein musste abgetragen werden, um diese 6,58 Tonnen Gold, um an diese zu gelangen, die in unseren Handys verbaut sind? Wie viele Tonnen Gestein mussten abgebaut werden? Ja, liebe Frau Groß. 8 Tonnen? 8 Tonnen? Oh, mindestens 100.000 Tonnen. 100.000 Tonnen? Okay. 60.000. Die erste Person lag richtig. Es sind 8,3 Millionen Tonnen Gestein. Das würde eine riesige Lastwagenkolonne vom Nordkap bis nach Tunesien bedeuten, dass man sich das ein bisschen bildlich vorstellen kann. Diese Zahl ist enorm. Ja, vom Rohstoffabbau bis zur Entsorgung verursachen unsere Smartphones enorme Probleme. Die Rohstoffe werden vor allem in Ländern des globalen Südens abgebaut. Diese Länder befinden sich in Asien, Afrika und Südamerika. Riesige Landgebiete werden gerodet, um an die Gesteine zu gelangen. Und da in den Gesteinen befinden sich die Metalle. Der Rohstoffabbau schluckt außerdem Unmengen von Wasser, was wiederum zu Wasserknappheit führt. Außerdem ist bekannt, dass über 1 Million von Kindern in den Minen arbeiten, um die wertvollen Metalle abzubauen. Die Arbeitsbedingungen in den Handyfabriken sind menschenunwürdig. Und sobald unser Handy dann ausgedient hat, landet es meist auf illegalen Elektroschrottmüllheiden in Afrika. Hier dringen dann die giftigen Stoffe in den Boden oder in den Metall, weil die Elektrogeräte verbrannt werden. Ja, damit das nicht so bleibt, ruft die Handyaktion Bayern dazu auf, die Handys möglichst lange zu nutzen oder wenn die Möglichkeit besteht, diese auch zu reparieren. Außerdem fordern wir von den Unternehmen und der Politik,
dass sie sich für die Menschenrechte und ökologische Standards entlang den Lieferketten einsetzen. Wir Menschen hier im reichen Norden tragen zum einen Teil dazu bei, dass es die Probleme gibt, aber wie Sie sehen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ein Teil der Lösung zu werden. Und zwar indem wir Handys sammeln, damit dann wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden können. Genau, nun zu Ihnen, Herr Bedford-Strom. Das Motto des heutigen Kirchentages lautet Zusammenhalten. Wie würden Sie dieses Motto Zusammenhalten auf die Thematik der Handyaktion Bayern und diese globalen Zusammenhänge beziehen? Ja, also da ist, glaube ich, die erste Antwort absolut klar, dass wir Zusammenhalten nicht nur für hier definieren, wo wir wirklich in diesem wunderschönen Rahmen zusammen sind, wo wir einander spüren, einander sehen, sinnlich wahrnehmen, sondern so wie unser christlicher Glaube uns mit auf den Weg gegeben hat, nämlich universal. Die Würde des Menschen ist nicht in einer Region oder einem Land oder einem Kontinent nur da, sondern die Würde des Menschen gilt für jeden Menschen. Und deswegen heißt es, Zusammenhalt, in diesem Fall weltweiter Zusammenhalt, dass wir die Geschichten der Menschen hören, die in anderen Teilen der Welt von unseren Entscheidungen betroffen sind. Dazu gehören eben auch die Kaufentscheidungen natürlich. Und deswegen bin ich so glücklich über dieses weltweite Netzwerk der Kirchen. Weil wenn wir, und ich weiß, hier sitzen Menschen, die haben mit Tansania oder anderen Ländern eine ganz lebendige Basispartnerschaft. Und ich kenne auch viele Menschen da weltweit in der Kirche. Und ich nehme deren Geschichten mit hierher. Und wenn es dann hier um Entscheidungen geht, von denen ich weiß, dass die Frage, wie wir da entscheiden, ganz große Auswirkungen auf die hat, die ganz woanders. Und die ich ja, wenn ich zu Ihnen predige, am Anfang mit Dear Sisters and Brothers, liebe Schwestern und Brüder, anrede. Ja, da kann ich ja nicht vergessen, dass die meine Schwestern und Brüder sind, wenn ich jetzt wieder hier bin. Und deswegen sitzen die immer mit am Tisch. Und deswegen ist Zusammenhalt für mich einer, der die ganze Welt umfasst letztlich. Dankeschön für Ihre Antwort. Ja, jetzt wollen wir einen Applaus, ist es auf jeden Fall wert. Dankeschön. Jetzt wollen wir schauen, ob die Sammelstellen aus ganz Bayern es tatsächlich geschafft haben, das Gewicht des Landesbischofs ja, vielleicht zu toppen. Was denken Sie denn, wie viele Kilos an Handys zusammengetragen worden sind? Darf gerne jemand aus dem Publikum mal schätzen. Sie sehen ja die ganze Zeit. Ich frage mal diesen freundlichen Herrn, was schätzen Sie, was hier an Handys heute präsentiert wird? Wie viele Stück? 500. 500? Was meinen Sie? 1000. 800. 1500. 1500. Okay. Ja, wir hatten ja als Ziel ungefähr geschätzt, dass wir über 1000 Handys haben wollen. Wie viele wir letztendlich gesammelt haben, das erfolgt dann noch in Kürze. Wie Sie sehen können, befinden sich derzeit 28 Sammelboxen auf der einen Seite der Waage mit ungefähr 70 Kilo. Wir wissen, dass unser Landesbischof ein kleines bisschen schwerer ist als diese 70 Kilo. Das ist ich habe jetzt gerade noch ein Stück Leberkäse gegessen. Für vier Hände reicht der Leberkäse jetzt auch noch. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Sie dürfen sich gerne schon mal auf das rechte Kreuz stellen, auf dieser Waage. Und wie Sie sehen, haben wir noch viele Sammelboxen übrig. Und meine liebe Kollegin wird jetzt langsam ja, die Sammelboxen aufstapeln. Und dann schauen wir mal, wann der Kipppunkt erreicht. Ich doch noch Leberkäse essen soll. Aufstapeln wird es nicht leichter. Da muss hier jemand noch drauf. Da muss jemand noch drauf, gell? Damit man, wenn jetzt hier jemand noch draufsteigen würde, dann würde man gespannt darauf warten, dass irgendwann die Waage trotzdem runtergeht. Dann gehen Sie doch mal einen Schritt nach draußen. Achso, ich gehe hier rüber jetzt erstmal. Ja, schau mal. Ich hoffe, das Brett breche ich jetzt nicht ab. Ja, also gut, immerhin kann ich es zum Wackeln bringen. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, aber wir hätten auch eine zweite Person im Petto. Ja, dann würde ich sagen, sollte die noch mit draufkommen, die zweite Person. Ja, dann würde ich sagen, liebe Frau Regionalbischöfin Gisela, treten Sie doch mal den Landesbischof. Sehr gut. Gisela, hast du auch Leberkäse gegessen? Nein, zum Glück nicht. Oh, okay, gut, also das ist schon gut. Okay, wir halten zusammen. Wir halten auch zusammen, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Gemeinsam sind wir stark oder aber schwer. Guck mal an. Also, oh, das ist ja Wahnsinn. Ihr habt ja wahnsinnig viele Handys hierher gebracht. Das ist ja der Hammer. Das passt, Gisela. Wir haben es geschafft.
Ja, wie viele Sammelboxen befinden sich denn? Über 30 Sammelboxen. Also jetzt würde ich sagen, müssen wir doch mal einen richtigen Applaus für alle, die die Handys gebracht haben hier. Jetzt kann ich Ihnen auch noch mitteilen, wie viele Handys wir tatsächlich gesammelt haben jetzt im Laufe dieser Handysammel-Challenge. Und zwar wurden über 3000 Handys zusammengetragen. Das heißt, über 300 Kilogramm an Handys. Und ich habe vorhin erwähnt, dass ca. 5 Metalle recycelt werden können. Und ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar sind jetzt in diesen 3000 Kilo Handys 27 Kilogramm Kupfer, die wieder verwendet werden können. 75 Gramm Silber und 7,5 Gramm Gold. Genau. Das ist richtig stark. Vielen Dank an all die Sammelstellen und Einzelpersonen, die sich auf den Weg gemacht haben und ihre alten, ungenutzten Handys abgegeben haben. Genau. Und wir sehen natürlich, also wir sind damit noch nicht am Ende. Wir haben es geschafft, diese beiden Personen aufzuwiegen. Aber es gibt noch so viele Mobiltelefone, die ungenutzt in den Schubladen lagern. Geschätzt werden ca. 200 Millionen Handys. Deswegen fordern wir Sie weiterhin auf, sammeln Sie alte Handys, damit wir dazu beitragen können, dass wir bald eine Kreislaufwirtschaft haben. Genau. Das Mitmachen an dieser Sammel-Challenge hat natürlich nicht nur diesen Vorteil, dass Sie sich für eine nachhaltige und faire Welt einsetzen, sondern für jede abgegebene Sammelbox ist ein Los in unseren Töpfen gesammelt. Und es findet eine Verlosung statt. Als dritten Preis haben wir alle Sammelboxen, die ein Gewicht unter 2,5 Kilo erreicht haben. Der Preis für diese Kategorie ist ein Filmabend mit einem ExpertInnen-Gespräch zu dem Film Welcome to Sodom. In dem Film geht es um die Elektroschrott-Thematik und warum Recycling so wichtig ist. Ja, Herr Bedford Strom, Sie dürfen gerne den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ziehen und uns den Namen vorlesen. The winner is Klimaschutznetzwerk Die Klima 10 aus Hösbach. Wunderbar! Herzlich willkommen! Herzlichen Glückwunsch, besser gesagt! Gut, kommen wir nun zum zweiten Platz. In diese Kategorie fallen alle Sammelboxen mit einem Gewicht zwischen 2,5 Kilo und 3,5 Kilo. Der Preis für diese zweite Kategorie ist eine Lobbyreise nach Brüssel mit dem Netzwerk aller Handyaktionen aus Deutschland. Und das findet dann im Herbst statt. Uns ist nämlich auch wichtig, dass wir politischen Einfluss einnehmen und uns für die Reparaturfähigkeit und Ressourcengerechtigkeit einsetzen. Ja, Frau Regionalleitungsbischof. Ein guter Freund, Herr Dunkelberger Kellermann. Wow, super! Ich weiß, dass Sie mit Ihren Konfis gesammelt haben. So, Glückwunsch! Ja, wir müssen mit nach Brüssel, ne? Wir müssen mit nach Brüssel. Kommen wir nun zum ersten Platz. In diese Kategorie fallen alle Sammelboxen, die ein Sammelgewicht von über 4 Kilo erreicht haben, was sehr stark ist. Und ja, der Preis ist ein Shiftphone. Für die, die das nicht wissen, das Shiftphone ist ein fair produziertes Handy. Und was besonders ist, dass es auch reparaturfähig ist. Genau. Und es wurde gestiftet, gesponsert. Danke an Shiftphone. Der Winner ist Barbara Schröder aus Rostheim. Die ist da, das weiß ich. Herzlichen Glückwunsch an all die Gewinner und an all die Sammelstellen. Und wenn Sie sich hier vor Ort befinden, dann bitte ich Sie, dass Sie ganz kurz nach vorne kommen zur Bühne, damit wir Ihnen Ihren Gutschein überreichen können. Wir sind nun am Ende unserer Aufwiegeaktion angelangt. Falls Sie noch weitere Informationen zum Thema Handyaktion haben wollen,